Ihr wollt sehen, wie der neue Themenbereich Rookberg aussieht? Dann bleibt dran! Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Moni Maus. Ich bin heute im Phantasialand und ihr seht es vielleicht an meinem Hütchen für den neuen Themenbereich Rookberg. Der hat jetzt vor 3 Tagen aufgemacht und wir sind jetzt hier heute am Wochenende, an einem Samstag, und ich bin sehr gespannt, wie die neue Achterbahn Fly ist, wie der Themenbereich aussieht. Ich habe schon einige Eindrücke gesehen und ich muss sagen, es sieht super schön aus. Ich bin sehr gespannt, das Wetter ist toll. Wir sind eine riesen Gruppe heute hier im Phantasialand und wir freuen uns auf einen wundervollen, sonnigen, spaßigen Tag. So, wir haben jetzt 9.24 Uhr. Der Park hat ungefähr vor 10 Minuten aufgemacht. Und ja, hier seht ihr links, da ist die Schlange für Rookberg. Wir wissen noch nicht, es ist noch ein Soft Opening heute. Wir wissen nicht, wann es aufmacht. Die letzten 2 Tage hat es immer gegen 12 Uhr aufgemacht. Und ja, hoffentlich macht es heute etwas früher auf. Aber ihr seht, die ganzen Leute warten schon da. Und ich gehe jetzt wieder zurück zu meiner Truppe und dann warten wir einfach. Es geht los! Natürlich eine Runde Fly. Könnt ihr euch nicht aussuchen, wo ihr sitzt. Es gibt zwar eine Reihe für die Reihe 1, aber zurzeit kann man sich die freie Platzwahl nicht aussuchen. So, jetzt muss ich euch leider ablegen, da ich alle meine Gegenstände in ein Schließfach da vorne einschließen muss. Wir sehen uns nach der Fahrt mit Fly. So, wir sind gerade zum ersten Mal Fly gefahren. Es ist ja ein Flying-Kurs, das heißt, man liegt in der Achterbahn, falls es jemand nicht kennt. Das heißt, ja, so. Man wird so umgekippt und dann sieht man eigentlich fast nur den Boden. Also wirklich, als wenn man fliegen würde. Ich bin noch nie so eine Achterbahn gefahren, deswegen war es für mich ein ganz, ganz neues Gefühl. Die Sitze sind sehr eng, was ja gut ist, wenn man liegt. Ich fand es am Anfang aber ein bisschen unbequem, weil ja, aus der Position heraus, man ist es jetzt nicht gewohnt, so in einer Achterbahn zu sitzen. Aber es ist schon eine sehr interessante Erfahrung, wenn man das so sagen kann, sowas zu fahren. Ich kann das jetzt nicht 10 Mal am Stück fahren, weil ja, es drückt dann schon sehr, also man wird so runtergedrückt in den Sitz. Genau, aber es ist schon eine sehr, sehr schöne Attraktion
Ich finde auch den Themenbereich hier ganz toll. Ich zeige euch gleich noch ein paar Impressionen aus dem Themenbereich hier. Wenn man reingeht in die Achterbahn, bekommt man hier so wichtige Hinweise vor dem Abflug. Genau, diese Safety Card ist bis zum Check-in aufbewahren, und unseren Mitarbeitern vor dem Einstieg in das Fluggerät abzuhändigen. Vielen Dank. Dann halt man, dass man Maske tragen muss, dann bekommt man auch so ein Armbändchen, um die Sachen ins Schließfach einzuschließen. Das ist auch kostenlos und man muss nichts dafür bezahlen. Und dann bekommt man nach dem Ride kann man seine Sachen wieder aus dem Schließfach rausholen. So viel dazu, wir werden auf jeden Fall nochmal Fly heute fahren, aber jetzt gucken wir uns erstmal den Themenbereich an. Also hier zum Kohle-Schipper gibt es super leckere Sandwiches. Was es genau hier gibt, seht ihr hier. Lachs, Egg and Cheese, Ham and Egg, Chicken and Craft und Park and Mustard. Wir müssen mal schauen, ob wir uns später noch ein Sandwich holen, weil wir gehen noch im Uhrwerk essen. Das ist da vorne. Und ja, aber die sehen wirklich lecker aus, habe ich schon bei anderen gesehen und vielleicht holen wir uns am Nachmittag noch so ein Sandwich. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, dass es hier auch so was Kleineres zum Essen gibt. Also hier ist übrigens der Eingang zum Hotel Charles Lindenberg. Den findet ihr hier. Ja, und da seht ihr auch das Hotel. Ich muss sagen, es ist auch sehr viel Liebe zum Detail hier. Hier seht ihr überall so Asche, Kohleberge, Säcke. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hier die Luftschiffagentur ist gerade geschlossen. Also sehr, sehr viel Liebe zum Detail, was man hier sieht. Hier so eine Wasserpumpe, Dampfanschluss. Und hier ist auch die Schokoladen- und Candy-Werkstatt, da gehen wir auch noch rein. Da kann man sich nämlich Süßigkeiten kaufen. Gerade davon gesprochen, jetzt gehen wir in den Süßigkeitenladen. Und es gibt übrigens auch überall Desinfektionsspender. Das sind, denke ich mal, so die Standard-Haribos. Hier kann man sich die Süßigkeiten selbst sozusagen abfüllen. Hier sind dann die Tütchen. Das kann nicht. Ach hier, 100 Gramm. 1,90. Hier gibt es Schokolade. Ganz schön gemacht, muss ich sagen. Geht es dann weiter und hier habt ihr sogar das Original-Etikett aus der Werkstatt drauf. Seht ihr das? Ja, sehr, sehr schön gemacht. Oh, Rahm, Karamell und Walnuss klingt echt gut. Vielleicht hole ich mir später noch so eine mit. Hier kann man sogar sehen, wie die Schokolade gemacht wird.
hier kaufen kann. Übrigens geht es da hinten wieder nach Berlin. Ich muss sagen, dass das Artwork ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Genau, da ist der Ausgang. Wir sitzen jetzt hier gerade in so einem Sessel. Also mal das sehen kann. Genau. Und entspannen kurz. Die anderen sind jetzt im Süßigkeitenladen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir jetzt was essen gehen oder nochmal Fly fahren. So, wir stehen jetzt nochmal hier bei Fly an und fahren nochmal eine Runde. Und dann geht es wahrscheinlich zum Mittagessen ins Ruhrberg. So, wir sind jetzt nochmal Fly gefahren. Wirklich, also wenn ihr hier seid, müsst ihr euch den Tierbereich angucken und auch mal Fly fahren. Es wird jetzt nicht meine aller super liebste Lieblingsattraktion hier im Phantasialand, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Nach den zwei wilden Fahrten mit Fly geht es jetzt für uns zum Mittagessen ins Ruhrberg. So, für uns gibt es hier erstmal als Vorspeise, bevor wir doch ins Ruhrberg gehen, weil wir noch länger warten müssen, weil wir eine größere Gruppe sind, ein Lachsbaguette. Das wird hier frisch zubereitet. Die Hälfte von meinem Lachs-Sandwich. Wir haben uns auch noch einen Radler gegönnt. Und ja, das probieren wir jetzt mal. Prost! So, wir müssen länger warten, weil wir eine große Gruppe sind. Aber jetzt sitzen wir endlich hier im Ruhrberg. Und das ist die Speisekarte. Aufgebaut wie eine Zeitung. Die kann man sich auch mitnehmen, weil hier stehen echt interessante Dinge drauf. Und natürlich aber auch die Speisen. Und dann schauen wir mal, was ich mir heute bestelle. Ich glaube, es wird aber eine Bowl und wahrscheinlich noch ein Dessert. Aber ja, nur mal, dass ihr mal einen Eindruck bekommt. Es sind echt viele Seiten, die man hier durchblättern kann. Und ja, die könnt ihr euch auch mit nach Hause nehmen. Hier sind übrigens die Burger. Alles Mögliche, Interessante hier zu Rootburg. Ja, also echt sehr, sehr schön gemacht. So, wir haben jetzt unser Essen hier bekommen. Die Brina hat die Pommes-Schaufel und dazu gibt es dann immer so zwei kleine Burger und hier kann sie wohl selbst belegen. Ich weiß nicht, was das da sein soll. Dips. Die Jessie hat einen normalen Hähnchenburger mit Pommes. Ich habe die Green Journey Bowl mit separatem Dressing. Guten Appetit, Girls. Euch auch. Also ich bin fertig mit meiner Bowl. Es schmeckt sehr lecker, ich kann noch nicht mehr. Also irgendwie ist es viel mehr, als man so auf den ersten Blick sieht. Sehr viele Zutaten, geschmeckt echt gut. Was sagst du, Berina, zu deinem Burger mit Pommes? Super lecker. Also ich habe jetzt meinen kleinen Burger dabei. Ich habe nur einen geschafft davon und kann es jetzt hart mit den Pommes. Aber Preis-Leistung ist gut? Es ist etwas höherpreisiger, aber ich finde es für einen Freizeitpark super. Jessie? Ja. Also ich muss, glaube ich, ein bisschen lauter reden. Ja. Hier ist es laut. Ja, scheiß. Ich hatte den Hähnchenburger, das Hähnchen war ein bisschen trocken. Also ich hätte mir noch lieber eher das Steak dann geholt, weil das, glaube ich, war ein Preisunterschied. Ich glaube, das macht es dann. Also es aus Brina Hand hatte, findest du besser. Genau, also das war ja das mit den zwei Burgern, aber es gab auch das Steak nochmal mit Ei oder so. Das Chef-Burger. Genau, und das finde ich, glaube ich, ist die beste. Das hat der Daniel, aber das haben wir jetzt nicht. Was halt auch so berücksichtigt ist, dass man diese Brötchen hier nicht tauschen kann. Jetzt haben sie mir netterweise Roggenbrötchen hingelegt, aber das ist halt wieder auch Verschwendung von Essen. Naja, aber sonst war es in Ordnung. Ja. Wir kommen wieder. Dessert schaffen wir jetzt leider nicht mehr. Wo ich gerne das Nougat-Törtchen probiert hätte. Naja. So, wir werden jetzt Rookwork wieder verlassen. Nach 5 Stunden, ja, wir haben schon 3 Uhr nachmittags, haben sehr gut gegessen und ja, werden jetzt auch mal den Rest des Parks etwas erkunden und eine Runde Taron fahren, Geister-Rikscha und was es hier sonst noch zu erkunden gibt. Aber es war ein sehr, sehr schöner Vor- und Mittag sozusagen und den Nachmittag verbringen wir jetzt noch im Rest des Parks. Ja,
Burg fahren wir jetzt eine Runde Charon. Charon und ich muss sagen, Charon gefällt mir immer noch ein bisschen besser als Fly. Ja, aber persönliche Geschmackssache. Es hat halt mehr geruckelt, meint der Sven. Genau. Wir fahren jetzt eine Runde Mystery Castle, denn die Jessie ist noch nie Mystery Castle gefahren. Gut, die ist auch noch nie Charon gefahren. Und Sven ist auch noch nie Mystery Castle gefahren. Deswegen gehen wir da jetzt hin und dann schauen wir mal. Wir haben noch, wie viel Uhr haben wir denn? 16.07 Uhr, ja, schon mal eigentlich noch alles, also alles mögliche in 3 Stunden. Genau, Geisterwegschau steht noch hoch auf dem Kurs. So, wir sind jetzt noch Colorado gefahren, Geister-Rikscha und Black Mamba. Und ich wollte jetzt kurz noch mal was zu den Wartezeiten hier sagen, außerhalb von Rookburg. Für Fly haben wir ja ungefähr, wenn wir drin waren in Rookburg, so 20 bis 30 Minuten gewartet. Das war in Ordnung. Für Charon haben wir auch so 20 bis 30 Minuten gewartet. Black Mamba sind wir eigentlich durchgelaufen. Mystery Castle 10 Minuten, Colorado sind wir durchgelaufen. Also außerhalb sind die Wartezeiten echt in Ordnung für einen Samstag, muss man ja dazu sagen. Der Park sieht eigentlich voll aus, aber irgendwie halten die Wartezeiten sich echt in Grenzen. Jetzt wird hier gerade eine Story aufgenommen. Okay. Behind the scenes. Ja. Guckt auf meine Finger. Ich bin so aufgeregt. Ich habe euch gerade den neuen Parkplan gezeigt. Ich bin ja wirklich noch so jemand, der gerne noch mit so einem Parkplatz. Der gerne mal auf dem Parkplatz packt, Take Nummer 2. 2, 1. Ich habe euch ja gerade den neuen Parkplan gezeigt. Ich bin mir noch so ein bisschen altmodisch und benutze gerne solche Parkpläne. Oder seid ihr schon so modern wie die sich eine App aufs Handy lädt? Ja, wunderbar, so eine App. Ist viel übersichtlicher. Das ist nämlich kein Papierchaos und Umweltschutz. Und man kann die Wartezeiten checken. Und die Wartezeiten. Das ist schon gut. Seid ihr Team Parkplan oder Park-App? Hier in Berlin niedergelassen, entspannen ein wenig hier in netter Gesellschaft mit dem Daniel. Den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Nee. Warst heute sehr ruhig in meinem Video, Daniel. Ja. Gefällt's dir denn? Was sagst du denn zu Rookburg? Hat mir sehr gut gefallen. Ist wirklich schön. Also auf jeden Fall herkommen, sich selber anschauen. Also das, was Phantasialand hier geleistet hat, ist schon wirklich einmalig. Fly bist du ja leider nicht gefahren mit deinem Rücken, aber vielleicht irgendwann mal. Irgendwann mal. Ja. Wir entspannen sonst hier. Die Sonne scheint, es ist schön warm. Alle hier beim Sammen. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, ins Hotel Lingbao zu gehen, aber davor holen wir uns noch Churros. Muss sein. So, 9er Packung Churros. Wir teilen uns die für 7 Euro. Und damit machen wir uns jetzt auf den Weg ins Lingbao Hotel. Lassen wir jetzt den Abend ausklingen und dann werde ich mich jetzt bei euch verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen hier aus dem Phantasialand und insbesondere von Rookburg. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, wie euch Rookburg gefällt
Das interessiert mich. Und wann ihr vielleicht plant, das nächste Mal hier ins Phantasialand zu fahren. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Wie gesagt, wir lassen den Abend jetzt hier im Lingbao Hotel ausklingen bei ein paar Drinks. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.